Servus, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute frage ich den Mark 4A22B Churchill MK3. Was ein langer Name, also kurz gesagt Churchill. Das ist ein schwerer Panzer, 5,7 cm, 6-Pounder, können wir abfeuern. Wir fahren maximal 22 km/h, oder knapp 22 km/h, also 21,6 glaube ich waren das. Und das Teil wiegt 39 Tonnen nach einem MG. Obligatorische Standard-MG haben wir auch noch an Bord. Aber ich finde, für so einen schweren Panzer ist das Kaliber viel zu klein. Oder was halt viel zu klein. Also 7,5 werden wahrscheinlich effektiver, denn ich, also selten, egal wie oder was, ich one-shotte hier eigentlich nichts. Und warum soll er nur drücken? Also einer wahrscheinlich umgekippt. Mal erstmal ein bisschen vorsichtig hier Lucky-Lucky machen. Also man sieht auch das Ding. Ja, abwärts geht es jetzt ein bisschen schneller. Aber auch nicht wirklich. Ich komme nicht auf 22 km/h hier. Und auf einige Panzer, gerade auf den gegnerischen anderen Churchill, muss ich ziemlich lange feuern. Genauso lange, wie er auch auf mich feuert. Und ich sehe auch die anderen Churchills, so wie ich es jedenfalls mitbekommen habe, ziemlich lange auf gegnerische Panzer feuern. Also wenn, vor allen Dingen, wenn es schwere Panzer sind. Das ist also ein bisschen schwierig. Ich habe auf dem... was ist das? Ja, auf dem mittelschweren Panzer jedenfalls vorhin... Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich da aufgefeuert? Ich glaube 4-5 Mal, bevor der überhaupt erstmal hochgegangen ist und ich habe ihn voll in die Seite getroffen, ne? Mal davon ganz abgesehen. Also es ist schon knifflig zum Teil. Also jetzt fahren wir mal ein bisschen hoch. Immer schön die Umgebung im Auge behalten. Und man sieht, oh ja, da kann man fast neben dem Panzer herlaufen. Ist hier jemand? Hier ist offensichtlich niemand. Das kann natürlich auch mal vorkommen, dass von einem Spawnpunkt, wenn drei vorhanden sind, gar keiner spawnt. Ich habe das ja auch schon gehabt, dass der einzige war, der zum Beispiel in Tunesien zu C gefahren ist. So, gut. Ich will mir jetzt nicht ewig aufhalten hier. Gehen natürlich mal davon aus, dass jetzt erstmal keiner kommt. Man sieht schon die Dimension von diesem Teil. Man sieht natürlich auch, dass es wirklich schwer gepanzert ist. Hat natürlich so wie jeder Panzer ein paar kleine Schwachstellen, durch die man immerhin penetrieren kann, beziehungsweise durch die man durch die Schrapnelle reinfliegen können. So, ich sehe schon hier oben. Hier ist einer. Da, wo die Kollegen gerade hinfahren. Ich fahre mal mit rüber, vielleicht kann ich ja noch was abgreifen hier. Ah, scheint immer noch sicher zu sein. Oh, der Kollege ist weg. Die Tour weggerotzt. Also ich weiß nicht, was ich von dem Panzer halten soll. Oder beziehungsweise weiß ich schon. Ich finde ihn eher so ein Mittel. Also ich empfinde ihn als mittelguten Panzer. Ja, so würde ich das sagen. Begründen würde ich das damit, weil die Panzerung wirklich sehr, sehr gut ist. Also ich habe teilweise mich auch andere mittelschwere Panzer so lange beschossen und ich habe, abgesehen von Schaden an der Gleiskette überhaupt, keine Treffer oder keinen kritischen Treffer davon getragen. Selten war man mal Fahrer verwundet. Und jetzt weit, oh. Irgendwie so eine Geschichten hier. Ich werde beschossen und ich weiß gar nicht, ob der dafür irgendwas gezählt bekommt, aber okay, der scheint auch weg zu sein. Das war einer. Und jetzt bin ich wahrscheinlich gleich weg, tatsächlich. So kann es kommen. Panzer 4. Und auf so einen habe ich vorhin, weiß ich nicht, wie lange geschossen. Und guck mal, wie akkurat er auch gezielt hat. Das ist nicht schlecht. Wahrscheinlich wusste er ganz genau, wo er hinzielen muss. Trotzdem hat sie zerfetzt. Ich werde werd gleich noch ein Video machen, oder beziehungsweise noch eine Runde mit dem fahren. Ich werde das jetzt noch weiter aufzeichnen, aber wir sehen uns dann dort gleich. Jetzt sind wir in Finnland, eben gerade die Runde war dann relativ schnell vorbei, also ungefähr 5 Minuten. In den 5 Minuten habe ich noch 3 Abschüsse mit den M10 Achilles gemacht und da hat sich das für mich gezeigt. Ja, es kommt tatsächlich auf die Größe an.
Also ein Achilles hat ja 7,62 cm hoch. Und das macht natürlich schon was aus im Vergleich zu dem, was sind das hier? 5,7. Einfach, das Fahrzeug ist. Oh, oh, oh. Okay. Ist meiner Meinung nach zu groß. Und das Rohr zu klein. Okay, ich habe einen Crit drin, aber ich kann, will hier auch nicht allzu lange stehen bleiben. Und ich habe nämlich eben gerade auch mal einen Tender gesehen, oh, Panzerkampfer. Ja, es ist jetzt natürlich schon ein bisschen campen, eigentlich hier auch ziemlich beschissen hier gerade. Nee, das war wirklich nichts. Ich habe Crit reinbekommen, also rein verteilt, sag ich mal, aber ich glaube, das wird jetzt auch nichts weiter. Ich schieße jetzt noch einmal und dann werde ich mich fortbewegen hier. Genau jetzt, weil das mir Bodeneinheit zerstört und das war der Erstschlag. Glück gehabt, Glück gehabt. Aber ich hätte auch nicht länger stehen bleiben wollen, weil wenn man so lange auf jemanden schießt, dann kriegen das natürlich auch andere mit und er selber natürlich ohnehin. Und das hätte dann auch dementsprechend, Jesus, wäre es natürlich dementsprechend auch ausgegangen. Okay, Crit, ich hoffe, der schießt jetzt nicht normal. Nein, er will sich verpissen. Ich habe ja gerade zwei Ziele bedient. Munition wechseln müssen. Und auch er schießt auf mich. Mein Vorteil ist natürlich, dass ich schneller schießen kann, einfach weil auch das Geschütz ja so klein ist und je kleiner das Geschütz, desto schneller kommt man natürlich, beziehungsweise kann man natürlich auch nachladen. Hier werde ich mich jetzt auf jeden Fall verzwiebeln, denn so bringt das überhaupt nichts. Ich werde mal kurz in die Luft gehen. Da ist ja kein Bomber mit bei und alle Angriffe von Flugzeugen würde ich auf jeden Fall überleben, also von normalen Jagdflugzeugen. Jupp. Recke! Wie sieht's denn aus dort? Ihr Fee fliegt immer noch, Wahnsinn. Das nächste Flugzeug ist weg, das nächste und ich habe da noch einen M10 gesehen. Gerade noch so, ich wusste, dass das noch eventuell klappen könnte. Wer schießt denn hier? So, vorsichtig mal gucken hier. Wie sieht's denn aus? Ich muss natürlich aufpassen, denn hier würde ich nicht so schnell wegkommen. Hier ist eigentlich ein blöder Spot, das sieht nur gut aus, aber da muss schon wirklich durch diese Luke hier jemand gucken. Aber das funktioniert so eigentlich nicht. Da ist der M10. Komme ich so jetzt nicht ran und ich muss aufpassen wegen diesen verkackten Bombern hier und Spitfire und alles. Okay, ist kein Bomber mit bei, aber eine Lag und... oder Luck. Wie spricht man das aus? Lag oder Luck? Ist auch Wurst. Der M10 ist immer noch da. Ich muss jetzt halt so vorfahren. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht hier rauskriegt. SDKZ. Und das war das beste Zeichen dafür, dass man sich hier nicht weiter aufhalten sollte.
Jetzt werden sie mich natürlich hier versuchen zu campen, das ist klar. M10 verrecke! Die gegnerische Seite schießt noch weiter. Und höher zielen die wahrscheinlich. Da ist noch einer dahinter. Sturmgeschütz, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den hat sich jemand anders gegriffen. Vor mir hat es einen Kollegen zerraucht. Oder aufgeraucht, beziehungsweise. Ich werde meine Munition wechseln. Ach du Scheiße, hier ist ja richtig voll. Kann ich noch ein bisschen? Ja, komm schnell wieder raus. Wenn ich kenne das, ich kenne das. In der Zeit, wo du in der Luft bist, schießt irgendein anderer Lappen auf dich. Das war ein bisschen zu schnell. Und ich höre die Bomben, ich muss vorfahren, Scheiße. Oh, 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 das gibt's doch nicht. So ein Bullshit. Echt, so ein Bullshit. Jedes Mal dasselbe. Eine Dornier kommt, das letzte Mal auch, da war ich weiß nicht, wie lange ich schon weggefahren bin. Oder unterwegs war, ne? Und ich krieg trotzdem noch einen Treffer in die Fresse. Da war ich auch mit dem Crusader unterwegs. Da frage ich mich, wie ist denn, was für Krater reißt denn diese Bombe? Es gibt keine Bombe, die irgendwie einen Kilometer, da einen Krater reißt oder so. Ich war bestimmt einen guten Kilometer entfernt. Wenn nicht noch mehr. Gibt's einfach nicht. Aber es hat passiert und dann denke ich mir, irgendwie, manchmal ist das ziemlicher Bullshit. Also wirklich mehr als so ziemlicher Bullshit. So, irgendeiner gammelt bei A rum und soll vernichtet werden. SDKZ. Da hat tatsächlich jemand zur selben, eigentlich mehr oder weniger zur selben Sekunde wie ich aufgeschossen und dann hat sie zerlegt. Muss man schneller nachladen. Wenn ich Pech habe, killt mich der andere im Ten. Aber ich glaube, der steht hinter dem. Das könnte auch die falsche Munition sein, beziehungsweise der falsche Winkel, aber ich will jetzt nichts riskieren, ich will einfach weitermachen. Gut, hat einer voll gegen den Baum gefetzt. Wir machen es mal so. Lad doch mal schneller nach. Der brennt ab. Ich krieg mit, dass er abbrennt. Weil immer mehr Sachen kaputt gehen. In den anderen M10-Kollegen komme ich jetzt leider nicht ran. Es fliegt hier oben. Beschossener Bomber. Ich will mal kurz gucken, was haben wir denn da noch? Aber auf jeden Fall noch ein M10. Ja, das habe ich mir gedacht. Und schnellstens weg, so schnell wie es geht. Mein einziges Glück ist ja, dass ich noch relativ gut gepanzert bin. Aber bringt mir auch nichts, wenn der Motor hier verreckt. Ich muss also kurz reparieren. Das geht ja auch recht schnell. Hier in die Nähe knallt also die Artillerie. Kritischer Treffer. Jetzt sollte er hoffentlich nicht mehr in der Lage sein zu schießen. Komm, einer muss noch. Ist er auch draußen hier gleich. Eine Abschlusshilfe bekommt für den Scheiß. Ah, Mann, ey. Gut. Wahrscheinlich mehr Flugzeugkills machen als alles andere hier. Spitfire. Na, wird wohl nix. Egal, gleich wieder raus. Dachte ich mir, aber was ist das für ein Scheiß?
Ist recht. Science Fiction Thunder. Also gehen wir mit dem Crusader rein. Ich habe irgendwo, wo hatte ich das gelesen? Ich glaube im englischen Forum. Da haben die Leute Arcade so runtergemacht, weil ich gesagt, das ist der letzte Dreck, wer heutzutage noch Arcade spielt. Ja, du musst bekloppt sein. Und manchmal denke ich mir das auch. Manchmal denke ich mir auch so, ja klar, wer Arcade spielt, muss tatsächlich bekloppt sein. Denn das ist ja das Verbackteste überhaupt hier. Aber, weiß ich nicht, ich bin halt so ein typischer Arcade-Spieler. Ich spiele schon so lange Arcade, dass ich mir auch nicht wirklich was anderes vorstellen kann im Moment. Nee. Das mache ich mal nicht. Wer fliegt hier? Ah, das gibt's doch nicht. Ja, das war eigener Platz im Team 1. Ja, die Runde war jetzt auch nicht so prickelnd, aber... Ja, was soll ich sagen? Der Churchill ist halt nicht so geil wie der Achilles. Mehr kann man dann... Oh, ich hatte noch einen Wettereinsatz am Laufen. Wusste ich gar nicht. Schon fast vergessen gehabt. Ja, wie gesagt, der Churchill wäre wahrscheinlich am effektivsten. Wenn, was ist das? Also, der Churchill wäre wahrscheinlich am effektivsten, wenn er größtes Kaliber hätte. Das würde den Panzer auf jeden Fall retten. Denn so ist es ja nur so, dass man natürlich mehr aushält, also mehr Treffer aushält, wie man ja gesehen hat, aber letzten Endes ja auch unheimlich häufig schießen muss. Und das ist natürlich eigentlich blöd. Wie auch immer, müsst ihr ja selber entscheiden und so. Vielleicht bin ich auch noch nicht so geübt, aber ich sehe es auch bei anderen Churchills. Ja, wenn sie da, man sieht es ja wirklich von Weitem, da schießt der eine auf den anderen und der Churchill schießt auch die ganze Zeit, ne? Obwohl er auf einen mittelschweren Panzer schießt. Also, und in der Runde davor hat man ja auch gesehen, ich kann auch ganz schnell rausgenommen werden, gerade wenn ich seitlich getroffen werde. Und ja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß noch beim Zocken, wir sehen uns demnächst, also haut rein, ciao, ciao!